Menschen in Münster mit Simon Jöcker. Diesmal steigen wir mit der Türmerin den St. Lamberti-Kirchturm hinauf. In den Zwischengeschossen gibt es viel zu entdecken. Ganz oben bestaunen wir die beeindruckende Aussicht und schauen der Türmerin bei der Arbeit über die Schulter. Wie wird man eigentlich Türmerin? Das ist ja im öffentlichen Dienst. Das war bundesweit ausgeschrieben. Und ich habe das online gesehen, mich beworben, wusste sofort, das oder gar nichts. Es ist eben auch eine schöne Stadt hier in Münster und wo die Tradition so gepflegt wird. Das hat mich gereizt. Also ein Bewerbungsgespräch jagte das nächste. Es wurde wirklich Wert drauf gelegt, dass es jemand ist, der sich das für sehr lange vorstellen kann. Und haben Sie vorher schon Bezug zu Münster gehabt? Sie kommen aus Oldenburg oder wurde das auch in der Oldenburger Presse ausgeschrieben? Das war wirklich bundesweit. Ich habe es online gelesen und ein Teil meiner Familie stammt aus Münster. Deswegen hatte ich schon einen großen Münsterbezug. Und hier ist die Tür, ja, daneben dieses Emblem. Das zeigt genau immer, dass wir hier sind. War das denn damals so im Mittelalter? Die Leute waren ja offenbar relativ klein und konnten auch nicht lesen und schreiben. War das so eine Art Hausschild? Das ist tatsächlich sehr neuen Datums. Etwa alle 10 Jahre wird die Kirche auf ihre Substanz geprüft, ob noch alles sicher ist. Und als 2006 wieder etwas saniert werden musste, nämlich diese kleine Stelle, da hat man sich dann dafür entschieden, dieses schöne Emblem zu nehmen. Das zeigt eine Mischung aus Türmer und Nachtwächter, auch erkennbar an diesem kleinen Laterne. Und das ist eben ein schönes Zeichen, dass alle Pressemenschen wissen oder auch die Leute, die mich mal hier reingehen sehen wollen. Hier ist die berühmte Türmertür. Haben Sie denn auch einen Bezug zum Nachtwächter? Kennen Sie den? Weil der fängt ja seine Nachttour auch hier an, ne? Ja, das ist auch das Schöne. Man sieht sich dann auch von oben. Ich winke ihm, er macht die Leute darauf aufmerksam. Jetzt kommt da gleich was. Da oben ist wirklich ein Mensch. In Münster gibt es wirklich eine leibhaftige Türmerin. Haben Sie auch schon mal ein Bier mit ihm getrunken oder ist das wirklich nur über die Arbeit? Das machen wir nicht. Er ist sozusagen mein Bodenpersonal. Ich bin froh, dass es ihn gibt und er ist froh, dass es mich gibt. Okay. So, hereinspaziert. Haben wir irgendwo Licht? Ach, ist schon an. Wie viele Stufen gehen wir jetzt hoch? Wir haben vor der Türmertür 2 Stufen, die zähle ich immer mit im Turminneren. Jetzt sind es noch 298, sodass man ganz genau auf 300 kommt. Also auf den Stepper müssen Sie danach nicht? Richtig, das ist das Praktische. Step-Aerobic jeden Abend außer Dienstag. Wir drehen jetzt natürlich nicht die ganzen 300 Stufen, aber wir gehen jetzt auf jeden Fall mal in die erste Etage. Denn Sie sind ja nicht ganz alleine hier, Sie haben ja auch einen Nachbarn, der auch manchmal nachts hier ist. Richtig, ich teile mir die ersten 59 Stufen mit dem jeweiligen Organisten und dem Hauptorganisten Professor Novak. Und hier hört man schon die Orgel, hier bleibe ich dann immer etwas stehen und freue mich über die abendlichen Klänge. Da ist die Tür sogar offen, ne? Das ist die Orgelempore. Dieser schmale Gang hier, der hat ja auch ein bisschen was Unheimliches, ne? Der ist jetzt nicht für Könige gebaut worden. Ist es Ihnen nicht manchmal auch unheimlich hier? Nein, überhaupt nicht. Ich finde es einfach nur spannend und schön und aufregend, jeden Abend wieder. Wenn ich mir das hier so angucke, diese Gewölbe und Ihr Gewand, was ich ja auch kenne, was Sie dann zur Arbeit anziehen und ja, die Arbeit selbst und die Leidenschaft. Haben Sie ein Mittelalter-Fable? Könnte man vielleicht so sagen. Ich war vorher Musikerin, bevor ich Türmerin wurde, habe auch Geschichtswissenschaften studiert. Da war das auch immer Thema, auf Mittelaltermärkten. Ja, mit Mittelalterfabel ist das ja ein Traumjob. Absolut, und auch sonst. Also Zeitreisen sind möglich. Richtig. Entweder in Kuba oder hier, ne? Ganz genau. Gute Beschreibung. Ja, wollen wir mal hoch? Jo, weiter geht's. Wo sind wir jetzt? Von hier aus wurden früher von Hand die Glocken geläutet. Wir sind direkt unterhalb des Glockenstuhls und dort oben sieht man noch in der Decke die Löcher, wo die Seile rauskamen. Und von hier aus wurden dann eben bis zu 8 Glocken geläutet. Dann standen die ja damals zu 8? Die Läutegesellschaft. Und dann gingen die hoch und runter, wie man das so kennt aus den Filmen? Ich vermute es.
Heutzutage ist das alles elektronisch eingerichtet, da muss man dann nur noch den richtigen Knopf finden. Also das war damals ein richtiger Beruf? Und auch der Türmer hatte durchaus was damit zu tun, obwohl er ja immer schon städtisch war. Der hat früher die Totenglocke geläutet. Okay, und das waren dann Glöckner und die hatten hier 8 Glöckner, die dann hier richtig Hand angelegt haben. Ich denke, so wird es gewesen sein. Ja. Aber die gehörten dann eben zur Kirche, während das Türmerische, das Besondere hier in Münster, immer schon ausgelagert war von der Stadt. Okay. Und was ist hier sonst noch zu sehen? Hier ist ja so eine Art Ausstellung, ne? Wir haben hier einen sehr interessanten Aufriss. Da kann man nämlich mal erkennen, wir sind jetzt bei diesem roten Punkt. Den Weg haben wir schon gemacht. Und das liegt alles noch vor uns. Der nächste Stopp, den ich immer mache jeden Abend, ist hier. Da sieht man von außen die Wiedertäuferkörbe. Und da hängt auch in der Mitte die Rats- und Brandglocke, die auch zum Türmerwesen gehört. Und dann geht es eben weiter. Dort Sie oben ob ist die Stube. Die Glühbirnen noch intakt sind? Genau, oder? Die Körbe überprüfe ich. Rufen Sie die dann Installation. An, einmal war es tatsächlich. Richtig, ich merke es, weil ich jeden Abend dran vorbeigehe. Und das Ihre Arbeitsstätte ist dann? Wir sind hier dann angelangt in der Türmerstube. Ja. Und da drüber ist noch ein roter Punkt in den sogenannten Rosen. Das ist das Maßwerk, was extrem schön ist. Auch das tue ich mir jeden Abend einmal an. Da gehe ich ganz hoch und staune über die Stadt. Das würde ich gerne zeigen. Es heißt ja immer, man darf hier nicht hoch. Ich sehe hier gerade Evidence of People sozusagen. Richtig. Ich weiß nicht, wer das nun wieder war. Aber hier gibt es manchmal Gäste. Es gibt Gäste, seltene journalistische Gäste dürfen einen Antrag stellen und dann die Türmerin besuchen. Aber nach wie vor ist natürlich diese Kirche auch Eigentum der Kirche und der Kirchenvorstand ist sozusagen die Hausherrin und entscheidet auch über eigene Führungen. Damit habe ich dann nichts zu tun als städtisch. Wieso wird das nicht geöffnet für die Öffentlichkeit? Es wird die Leute doch bestimmt mal interessieren, diese Aussicht zu genießen. Das interessiert auf jeden Fall. Das bemerke ich auch bei den vielen Zuschriften, die ich immer erhalte. Es ist einfach aus versicherungs- und haftungsrechtlichen Gründen nicht möglich. Es ist so gefährlich, der Aufsteig, der ist so eng. Da muss man nur einmal falsch aufkommen mit dem Fuß. Also leider wenn, keine Aussichtsplattform. Wenn mir was passiert, ist okay, aber bei den es anderen... Es wird nichts passieren. Dafür bin ich heute zuständig. Sehr gut, alles klar. Ich halte mich auch gut fest. Sehr gut. Was haben wir hier noch? Es gibt hier noch eine schöne Fotomontage. Also hier ist der Turm fehlend. Fragt man sich, warum? Ja, weil er früher eben so ausgesehen hat. Und dann haben sich Risse gebildet und der Turm hat sich gen Westen geneigt. Das war Ende des 19. Jahrhunderts. Er musste abgetragen werden. Dann sah es eben so aus. Die Bauhütte wurde eingerichtet. Der Bauherr, der Architekt, der kam eben aus Köln von der Dombauhütte. Und das ist auch der Grund, warum der Turm jetzt hier zu sehen auch eingerüstet, warum der so aussieht, wie er heute aussieht, schön neogotisch, erinnert natürlich an den das Kölner Dom. Beantwortet die Frage, die ich nämlich stellen wollte und mich schon immer gefragt habe, warum die Lambertikirche aussieht wie so ein halber Kölner Dom. Ja, das ist eben der Verdienst des Architekten. Ja. Wie viele Stufen müssen wir jetzt noch hoch? In die Türmerstube? Wir haben etwa ein Drittel geschafft. Mit vereinten Kräften geht es jetzt noch 2 Drittel hoch. Sagen wir es. Jo. Gefühlte 100 Meter höher. Wo sind wir jetzt hier? Das ist ein ganz wichtiger Raum, weil hier im Luftigen, da steht die Rats- und Brandglocke in der Mitte. Die Kirchengemeinde hat eben der Stadt diesen Raum zur Verfügung gestellt. Und diese Glocke ist von 1594. Hat auch das städtische Wappen und wird immer durch den Türmer schon angeschlagen. Und zwar immer dann, wenn ein neuer Oberbürgermeister oder der alte wieder vereidigt worden ist. Also wenn ich mir den Schlegel angucke, ist das eher Männerarbeit? Eigentlich schon. Das ist körperliche Höchstleistung. Da wird ein Seil durchgezogen und dann die ganze Zeit gegen den Wolm geschlagen. Letztes Jahr war es soweit. Da wurde dann unser Oberbürgermeister nochmal bestätigt im Amt, hat seine goldene Kette umgekriegt und dann durfte ich ran. Das war der vorläufige Höhepunkt wirklich meiner Karriere. Ganz und toll. Und da darf man auch nichts falsch machen, oder? Da weil darf alle man nichts falsch machen, genau. Jeder hört da drauf, weil die wirklich nur alle 5 Jahre etwa erklingt. Immer dann, wenn es soweit ist. Kann man da vorher üben? Ja, man darf es nicht üben. Die klingt so prägnant, setzt sich gegen alles andere Geläut durch. Das würde auffallen. Jetzt brennt es mir aber mal unter den Nägeln. Wo gucken wir denn hier drauf? Hier sieht man den Drubbel. Da war früher ja noch ein Häusermeer ja. von 10 kleinen Häuschen.
Also früher heißt es im Mittelalter. Ja, noch nicht so lange her, dass der abgebrochen worden ist, 20. Jahrhundert. Ja, das ist ja schon ein Wahnsinnsausblick. Hier gucke ich immer als erstes über die Stadt, ob alles noch steht. Kontrollblick. Genau. Und hier sind auch die Käfige der Wiedertäufer, jetzt mal von hinten zu sehen. Genau, die hängen auch auf der anderen Seite der Glocke und da muss ich natürlich auch immer einen Blick drauf werfen. Ob die noch sicher hängen. Und auch, ob die Skulpturen, die Irrlichter von Lothar Baumgarten von 1987 noch drin hängen. Die sollen ja des Nächtens leuchten. Wer würde die schon klauen? Ja, es war mal eine ausgefallen, die musste dann natürlich ausgetauscht werden. Ja, da oben aber ist ein bisschen blöd, ne? Aber hier unten. Ja, jetzt leuchten sie aber auch noch nicht. Es ist noch nicht dunkel. Werde ich später noch mal schauen. Gut, jetzt wie viele Stufen noch? Jetzt haben wir noch ein Drittel vor uns. Ja, dann ist ja auf jeden Fall Rettung in Sicht, ne? Tschakka. Menschen in Münster mit Simon Jäcker. Mathje Salier, die Türmerin von Münster, jetzt im Arbeitsgewand. Wie verbringen Sie eigentlich Ihre Zeit hier oben in der Türmerstube? Ich mache fast das, was alle Vorgänger seit 1383 hier oben auch gemacht haben. Ich halte Ausschau nach Bränden und nach Feinden, gebe jede halbe Stunde, heutzutage ist das zwischen 9 Uhr abends und Mitternacht, ein Hornsignal, dass eben alles ruhig ist. Oder wenn was passiert, würde ich es auch melden. Mit der Feuerwehr habe ich einen heißen Draht. Ansonsten in der Zeit dazwischen, zwischen den Signalen, das bleibt mir vollkommen überlassen, wie ich diese Zeit fülle. Ich spiele Gitarre, ich lese, alles Mögliche. Ich recherchiere über die Stadtgeschichte. Ich muss ja auch immer was schreiben im Internet, in meinem Blog und im Facebook. Wir sind ja 6 Tage die Woche hier. Von 9 Uhr bis Mitternacht, also von 21 Uhr bis Mitternacht, auch sonntags. Haben Sie eigentlich jemals schon beim Fernsehen Münster-Tatort gesehen? Münster-Tatort ist natürlich ein Muss. Da bin ich total Fan von und da kenne ich auch nichts. Das gucke ich dann natürlich in der Mediathek, zeitversetzt. Es darf mich vorher niemand anrufen, wie es ausgegangen ist. Ich muss ja zwischendurch immer auf Stopp drücken, damit ich mein Signal geben kann. Das nehme ich nach wie vor trotzdem ernst. Also aber es lässt sich verbinden. Ganz Münster guckt den Tatort und auch in der Turmspitze von San Lamberti. Das genau. Krass. Eine Rolle im Tatort? Wäre das was für Sie? Für mich? Nein, nein. Bloß nicht. Das brauche ich nicht. Ich habe ja hier meine Präsenz, was mich glücklich macht. Wurde schon mal angefragt? Ja, es wurde mir mal in den Mund gelegt, dass ich da gerne mitspielen möchte. Das habe ich so nie gesagt. Hier ist mein Platz und da bin ich glücklich. Der möchte ich sein. Sie sind ja hier in der Regel zum Arbeiten zu einer Zeit, wo andere Leute ins Kino gehen, ins Restaurant. Fehlt Ihnen sowas nicht manchmal? Nein, überhaupt nicht. Es ist ja das Schöne, dass diese Zeit ritualisiert ist, die ich hier bin. Das wusste ich vorher. Und alles Sonstige an Freizeit kann ich drumherum organisieren. Wenn jemand Geburtstag hat, gehe ich dann nach Mitternacht noch los. So etwas beispielsweise. Seitdem Sie Türmerin sind, sind Sie auch prominent. Unten in der Stadt kennt Sie fast jeder. Ist das eine neue Erfahrung für Sie? Wie fühlt sich das an? Ich bin selbst ganz überrascht, wie schnell das ging. Kaum war ich hier, wurde ich auf dem Wochenmarkt erkannt und angesprochen. Und das ist natürlich schön auch. Ich kenne es in etwas anderer Form schon vorher. Da war ich nämlich Musikerin, bin um die Welt getourt. Da wurde ich dann auch erkannt. Was machen Sie tagsüber? Da halte ich dann so Fotoshootings ab, da auch für den Türmerberuf, wenn das Presseamt Bilder braucht oder irgendwelche Reportagen geschrieben werden. Ich gebe Interviews. Manchmal halte ich auch seltene Vorträge in öffentlichen Institutionen. Das ist alles, bleibt mir dann überlassen, was ich mit meiner Freizeit sonst noch anfange. Jetzt mal eine ganz andere Frage. Wenn die Türmerin ein Bedürfnis hat, wie funktioniert das? Auch daran wurde gedacht. Sämtliche Ämter waren hier oben, haben geschaut, ob die Türmerstube sicher ist. Und es wurde festgestellt, natürlich muss hier auch ein Campingklo hin. Eines ohne Chemie, ganz wunderbar. Es wurde an alles gedacht. Und Campingklos gibt es ja noch nicht so lange. Wie haben das denn die Vorgänger geregelt? Ja, da gibt es spannende Geschichten. Da muss irgendwie mal was passiert sein. Es wurde in eine Dienstordnung aufgenommen, dass der Türmer auf gar keinen Fall sein Nachtgeschirr ausleeren darf. Das heißt, es könnte schon mal passiert sein?
es kann irgendwann mal passiert sein, dass es eben festgeschrieben worden ist. Ich halte mich da dran natürlich. Und also wenn das mal passiert ist, dann könnte man ja auch denken, dass die Wiedertäufer deswegen Wiedertäufer heißen, weil sie mal wieder getauft wurden. So habe ich das noch nie gesehen. Interessant. Ich sehe auch keinen Ofen und keinen Kühlschrank. Gibt es hier eine Adresse? Kann man eine Pizza bestellen? Also nicht jetzt, sondern grundsätzlich? Es gibt auch kein fließendes Wasser. Das muss man alles bedenken. Und Pizza bestellen müsste ich dann nach unten und den Pizzaboten aufmachen. Auch das überlegt man sich bei 300 Stufen. Ich habe eine Adresse. Ich habe ein Postfach bei Münster Marketing im Stadthaus. Wenn man da drauf schreibt, Türmerin von Münster, Stadt Münster, das erreicht mich. So wie beim Weihnachtsmann. Genau. Einfach nur Türmerin und das kommt an. Sehr praktisch. Wollen wir mal los, raus vor allen Dingen? Ja. Raus geht's hier entlang. Okay, bitte. Mhm. Das ist auch, gehört auch zu Ihrem Arbeitswerkzeug, oder? Ja, Moment, genau. Damit gucke ich tagsüber über die Stadt. Und dieses hat noch einen Restlichtverstärker. Damit schaue ich nachts und kann sehr, sehr weit gucken. Mir entgeht nichts. Diese Lampe benutze ich, um Zeichen zu geben. Eine Freundin von mir wohnt gegenüber in der Altersresidenz. Das ist auch immer schön. Die weiß dann auch, dass alles sicher ist. Und hier stehe ich dann, wow, und schaue. Krass. Sieht ganz anders aus, die Stadt von hier. Kommt man da nicht auch mal, wenn man so die Perspektive von oben auf die Stadt hat, ins Philosophieren? Auf jeden Fall. Ich philosophiere, ich vollziehe Gedankengänge nach von Philosophen vor meiner Zeit. Und was mein Vorgänger mir auch hinterlassen hat an Büchern, schaue ich durch und verifiziere das dann für mich. Manchmal kommen sogar Lieder und Gedichte, eigene Gedanken dabei raus, wenn ich hier über die Dächer schaue. Wo gucken wir jetzt hin? Dort ist der Drubbel. Drubbel? Ah ja, okay. Weiter geht's Richtung Kreuzkirche. Sehr schön mit den Leuchtziffern. Und dort drüben sehe ich gerade, da wird gegrillt. Das ist ja unglaublich. Jetzt sieht man erstmal, wie viele Windparks es gibt. Wir sind da umzingelt von Hunderten von... Flächendeckend einmal um die ganze Stadt. Ich dachte irgendwie, es gibt nur einen. Weil ich kenne einen, an dem fahre ich öfter mal vorbei. Ja, ist wirklich überall. Und nachts ist natürlich schön, da blinken die Dinger auch. Wir gehen mal weiter. Mhm. Aber habe ich dann schon mal alles im Blick. Woher kommt die Türmertradition eigentlich? Was ist da der Sinn und Zweck gewesen? Es gab es in ganz Europa ursprünglich und es hat sich nur in wenigen Städten noch gehalten. Und als Alleinstellungsmerkmal in Münster immer noch wie im Mittelalter eben die Brandwache und die Feindeswache. Wobei die Brandwache natürlich heutzutage die größere Rolle spielt. Dass der Türmer städtischer Angestellter ist, das gibt es nur in Münster. Da kann man schon ein bisschen stolz drauf sein. Ja, schön, der Dom, alles von oben, ganz anders. Prinzipalmarkt, auch schön. Was war denn so die interessanteste Beobachtung, die Sie hier mal gemacht haben? Ach, da gibt es so viel. Einmal, da haben die Turmfalken Junge gehabt. Und dann sind die hier flügge geworden und immer um den Turm geflogen. Manche haben sich dann niedergelassen auf die Galerie hier vorne, wo ich eigentlich immer stehe und gucke. Ich wollte sie da nicht stören, aber sie haben sich auch nicht stören lassen, die kleinen Turmfalkenbabys. Also sie haben ja auch Turmfalken-Nachbarn. Und Wanderfalken sogar. Und dementsprechend wenig Tauben? Richtig, ja. Was ja auch erklärt, dass hier eigentlich alles noch wesentlich sauberer ist als bei mir auf dem Balkon. Hier geht es rein, jetzt geht es nämlich noch eine Etage höher. Okay. Und das ist spektakulär schön. Darf ich mal das Licht anmachen? Ja. Hier in dem Raum? Mhm. Was ist das? Dieses ist der Raum, der nicht mehr zur Stadt gehört. Drüben die Türmerstube, das ist ja quasi von der Kirchengemeinde zur Verfügung gestellt für den Türmer. Hier trifft sich manchmal der Kirchenvorstand Silvester oder zu sonstigen besonderen Gelegenheiten. Kirchenvorstand müsste man sein. Oder Türmerin. Ja, habe ich beides nicht hingekriegt. Journalist ist auch ganz prima, da kommt man dann auch ab und zu mal mit Ausnahmegenehmigung hoch. So, höher geht's nicht, ne? Höher geht's nicht. Das ist schon mein Wecker. Ach so. Der klingelt meistens, wenn ich die Spitze erreicht habe.
passt das. Und er sagt mir, in 2 Minuten kommt das Geläut, das warte ich immer ab und dann kommt mein Hornsignal. Okay. Das heißt, sollen wir nochmal hier ein bisschen rausgucken, was wir so sehen? Genau. In den 2 Minuten muss ich immer schauen, ob wirklich alles in Ordnung ist. Das ist der Plan. Wo fangen Sie immer an? Welche Richtung? Maßgeblich ist die Richtung, genau. Die erste ist Richtung Süden, Prinzipalmarkt entlang. Die zweite Richtung ist dann St. Paulusdom gegen Westen. Die letzte Richtung ist der Norden, das Kreuzviertel. Wo bleibt der Osten? Ja, der Osten, den erkennt man ja auch an dem Kirchendach. Das lasse ich immer aus. Es gibt verschiedene Legenden. Eine besagt, der Altar ist nach Osten ausgerichtet. Das ist Jerusalem. Jesus Christus kommt von dort aus auf uns zu. Also diese Richtung gehört Gott. Ist für mich das Wahrscheinlichste. Andere sagen, da war mein Friedhof. Die Totenruhe soll man nicht stören. Das ist eher so ein bisschen legendig. Oder auch, da wohnte ein reicher Patrizier. Und dieser reiche Patrizier, der wollte früh schlafen gehen und nicht durch das Horn gestört werden. Klingt lustig, vielleicht ist da was Wahres dran, man weiß es nicht. Ich lasse diese Richtung einfach aus, so wie es mir aufgetragen worden ist. Und jetzt geht's los Richtung Prinzipalmarkt. Richtung, ne? Prinzipalmarkt ist dann das Erste. Da sieht man auch den Lambertusbrunnen, das ist immer mein Anhaltspunkt. Und dort drüben das Stadthaus, natürlich, da sitzen meine Arbeitgeber von Münster Marketing. Das ist ja schon eine sehr interessante Perspektive. Kann man sich gar nicht dran satt gucken. Es ist wunderbar dort unten, da sehe ich meinen Kollegen, den Nachtwächter. Winkt er schon? Er ist schon ganz gespannt. Kann man da mal hinzoomen? Da im Rathaus, da steht er, glaube ich, im schwarzen Gewand. Ja, macht gerade alle Gäste dieser Stadt aufmerksam. Jetzt kommt das Geläut. Es sind erst 4 helle Schläge, dann kommen 9 dunkle Schläge. Und er redet gerade über Sie, ne? Da oben steht auch eine Türmerin. Und winkt am Ende. Das wird er dann tun. Damit signalisiert er mir, dass unten auch alles in Ordnung ist in den Straßen von Münster. Da winken sie alle. Sehr gut. Das war die erste Richtung. Gucken, wer in der zweiten zuhört. Da drüben wird gegrillt. Haben Sie eigentlich schon mal verpennt? Nein, noch nie. Und haben Sie denn schon mal ein Feuer gesehen überhaupt? Ja, 2014. Man wünscht es sich natürlich nicht, dass es brennt. Es soll ja auch nichts passieren. Aber wenn, dann sollte doch die Türmerin den ersten Blick drauf werfen und schnell warnen. Das ist ja die Funktion seit dem Mittelalter. Und es hat sich bezahlt gemacht, dass ich sehr konzentriert war und eine Rauchsäule entdeckt habe. Rechtzeitig Alarm gegeben, es ist Gott sei Dank kein großes Feuer ausgebrochen. Und ich habe gelesen vor einiger Zeit in der Zeitung, dass Sie mittlerweile auch als verdeckte Ermittlerin für die Polizei tätig sind. Ja, so kann man das nennen. Da war ein Alarm in einem nahegelegenen Bankhaus.
Polizei hat auf dem Turm angerufen und mich gebeten, einmal zu gucken, ob ich Leute sehe. Und ich habe tatsächlich eine hell erleuchtete Etage gesehen, Leute, die hin und her gegangen sind. Ich dachte, jetzt sehe ich einen richtigen Bankraub in echt. Und dann kam schon die Entwarnung, es war nur ein falscher Alarm. Da war ein Meeting der Banker und es hatte alles seine Ordnung. Schade. Aber die haben mich jetzt auf dem Schirm, Polizei in Münster. Die werden mir immer wieder Bescheid geben, wenn ich irgendwo helfen kann, Dinge aufzuklären. Also auch die Telefonnummer, die rufen dann an? Das Turmtelefon. Okay. Wo ist denn der schönste Ausblick? Was haben wir denn noch nicht gesehen? Also wir haben jetzt den Prinzipalmarkt gesehen. Sehr interessant ist natürlich die Richtung Osten. Naja, da sieht es im Moment ziemlich chaotisch aus, ne? Diese Baustelle wird sich noch schön verändern. Die Stadtbücherei ist natürlich auch ein schönes Beispiel für Architektur hier in Münster. Das sieht ja wirklich brutal aus. Aber interessant. Ja. Wie lange wollen Sie den Beruf noch machen? Bis zum Rentenalter? Man darf es bis zum Rentenalter machen und dann darf man sogar noch verlängern, mehrfach. Das hat mein Vorgänger auch so getan. Und dann habe ich die Hoffnung, dass bis dahin ja noch einige Zeit vergeht. Vielleicht ändern sich die Gesetze nochmal und man darf es dann auch noch weitermachen, ehrenamtlich, wie auch immer. Ich möchte so schnell nicht weggehen hier. Würden Sie es gerne länger machen noch als das Rentenalter? Sehr gerne. Wenn die Gesundheit mitspielt und alle das auch wollen in der Stadt, mit mir zufrieden sind, dafür gebe ich mir ja Mühe, dann möchte ich das sehr lange machen. Also Menschen mit so einer Leidenschaft für den Beruf, um die zu treffen, dafür muss man schon 300 Stufen hochsteigen. Maite Salier, Türmerin von Münster, vielen Dank für das sehr interessante Interview. Und ich wünsche Ihnen noch 30, 40, 50, 60 schöne Jahre hier oben. Herzlichen Dank für das Interesse. Das war Menschen in Münster mit Simon Jöcker.